Nein, 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 ihr lieben Leute, so soll das nicht sein. Nein, so nicht. Nein, 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 so nicht. Niemals nicht. Nun höret die Geschichte. Wie, ihr lieben Leute, sieht das aus in der Gesellschaft heut? Keiner lässt sich kommandieren, kujonieren, von keinem mehr, auch von Gott nicht mehr. Schon gar nicht von Göttern mehr, nicht vom Ratio oder gar vom Konjunktiv, gar nicht mehr. Wir haben die Freiheit gewählt und die Toleranz, ja, ja, haha, ja, ja. Aufsteiger, maßgebliche Sachverständige. Jedermann will oben sein, genügend sein. Genügend sind ja viele hier. Von oben wissen die es gut und besser. Anmaßung auf dem hohen Ross zu sitzen, hat der Adel vererbt. Die Aufsteiger übernommen, angenommen. Unterwürfigkeit und Demut bleibt denen da unten drunten. Wie heißen denn ihre hohen Rösser, auf denen sie über uns kommen? Das erste heißt Krise, das andere Schlamassel, das dritte Probleme. Krisen, Schlamassel, Probleme, so heißen ihre Rösser. Der Fischer steht auf dem Meeressteg mit dem Wunschpaket, ruft seinen Spruch. Manche, manche Timpetee, Putje, Putje in der See, meine Frau, die Isabel Athene, will nicht so, wie ich wohl meine. Beim Wünschen bin ich ganz alleine mit dem Knilch, ganz alleine mit meinem Knilch, alleine. Meer und Land sind leer gefischt. Es ist nichts mehr drin, zu fischen gibt's nichts mehr. Die Fischerei vorbei. Wer dennoch fischt, dennoch, das sind die anderen. Was sagt denn jetzt der Butz dazu? Was will denn die Athene? Was will denn auch die ganze Fischerei? Ich und wir bräuchten Geld, einen Vorschuss, Kredit ohne ein Programm. Ja, ja, ha, ha. Was zu tun ist, wissen wir doch selber. Wenn nein, dann fällt's uns ein, später. Zurückbezahlt wird später. Wenn's Geld da ist, dann so lang brauchen wir Kredit zum Leben. Ja, geh schon heim, sagt der Butzi, sitzt schon drauf, auf der Börse drauf. Ja, ja, so, so, haha. Ihr lieben Leute,
das Jammern hat schon einen Sinn, wenn's lange ist, man kommt schon von alleine drauf, wenn's halt so ist, wie es ist. Die Götter sind davon gejagt, die Ration der Konjunktiv. Von ihrem Gebarm will doch keiner nichts mehr hören und wissen, so bleibt nur noch das Jammern. Das ist erprobt und erfolgreich, nachhaltig. Nachdruck ist als Hungerstreik und Not. Man wird uns schon helfen. Ihr lieben Leute, das Märchen vom Kopf ist heut. Damit ihr wisst, was damals war, ist heut noch wahr. Ich erzähl das Märchen vom Kopf, vom Fischer und seiner Frau, wie es heut noch ist, wie es immer war, das Schattenspiel von der Fischerei. Juhai! Wie man etwas kriegt, damit man etwas hat, damit man etwas isst. Juhai! Die Frau und ihr Fischer liegen wach bei Nacht zu Bett. Die Zung im Kopfe spricht, ich kann nicht schlafen heut. Die ganze Nacht hab ich nichts gemacht. Ich hab nur nachgedacht. Je weniger, je mehr, ich möcht im Ranking weiter oben hin, über jedem Nachbarin, da möcht ich hin, über jedem Nachbar hin, weiter oben hin, je weniger, je mehr, top. Über jedem Nachbarin, da möcht ich hin. Das Gehirn im Kopf gibt keine Ruhe, wälzt sich im Kopf rundum herum, umherum. Vor lauter Fantasie gewälzt gibt's keinen Schlaf bei Nacht. Glaubt doch nicht an Fantasie, ihr lieben Leut. Ereignisse bringt die doch nicht herbei. Nein, nein, niemals nicht. Der Fischer jetzt im Bett fängt doch keinen Butt bei Nacht einen verwunschenen Prinz herbei. Der Herrschaft, was er kann. Keine Herrschaft, keine Herrlichkeit, keine Baronie, kein Königtum, nicht Kaiserei, nicht Papisterei, transzendente, religiöse Mächtigkeit, keine Ideologie, nichts. Das Hirn gibt einfach keine Ruhe. Der Fischer liegt im Bett ganz ruhig. Und jetzt, ihr lieben Leut, passt zu. Das Hirn gibt einfach keine Ruhe. Top! Hör jetzt das Lied von der Zunge. Die Zunge im Kopfe sagt, die Geschäftigkeit hat mich angepackt. Ich geh auf den Rummelplatz hinaus, hinunter. Her mit der Brill, her mit dem Stöckelschuh, dem rechten und dem linken, welcher passt und nutzt. Her mit dem Sechs, je weniger, je mehr. Die Zunge ist's, die's schafft, schafft's schon.
Die Zung, die hat's gelernt, wo sich die Krakele tummeln, wo zum Geschäft gemacht wird alles, was es gibt, mit Spektakel. Alle die Nichtse und die Nullen Geschäften dort. Die Zunge ist tüchtig, die Zunge liegt nicht mehr zu Bett im Maul. Dorthin, wo zum Geschäft gemacht wird alles, was es gibt, auf den Rummelplatz hinaus. Top, in der Zunge liegt Kompetenz und Bildung. Die Zunge im Kopf regt sich, bewegt sich, bewegt je weniger, je mehr, mit Maßlosigkeit, mit Maßlosigkeit, je weniger, je mehr, mit Kompetenz, mit und ohne, je weniger, je mehr, mit Nachhaltigkeit, mit und ohne, je weniger, je mehr, mit Sachverstand, mit und ohne, je weniger, je mehr, gemanagt werden die Probleme, je weniger, je mehr, dort gehe ich hin und fische, je weniger, je mehr. Jedermann, lieber Hörer, sagte sich jetzt, sie, die Fischerin, die weiß, was sie will, das sieht man ja, das sieht jedermann, dass sie weiß, je weniger, je mehr, wo welche zusammenstehen und ein Problem haben, steht sie schnell dabei, die Zung, die Fischerin mittendrin, und sie weiß was, wie es geht, wie man fischt, wie man das Netz zieht, herausfischt, möglichst viel, virtuell, richtig, nachhaltig, ausgiebig, erträglich, tüchtig. Sie fordert Teilhabe prozentual und regulär, und das kriegt sie auch allenthalben, je weniger, je mehr. Wundert das, lieber Hörer, das dich? Als sie nach Hause kam am Morgen, die Zunge nach dem Fischfang, dass sie im Mercedes saß, Herrschaft, Baronie und Königtum herbeigeschafft, Kaiserei, religiöse Papisterei hergeschafft, mit Palast und Dienerschaft, im Ranking weiter hinten drin, im Kofferraum des Fortschritts hinten drin. Und wenn sie nicht gestorben sind, krakeelen sie noch heute, geschäften sie noch heute auf dem Rummelplatz der Wirklichkeit.